Schön, dass ihr dabei seid, dass du reinschaust heute in meine Winter-Weihnachtswerkstatt. Finde ich wirklich toll. Wir basteln eine Dekoschale. Upcycling. Komplett Upcycling. Auch die Kerzenständer, die du hier siehst, komplett Upcycling. Wenn du möchtest, kannst du sie noch farbig gestalten mit Edelrostfarbe. Die machen wir auch selber. Gar kein Problem. Da hinten zum Beispiel der Stern als Kerzenständer und Deko ist auch aus einer Getränkedose und die Farbe selber gemacht. Und es geht easy, es geht einfach. Und das Ganze, wie es hier so steht, mit deinen Deko-Sachen, vielleicht hast du ein paar Kugeln noch, die du auch umgestalten kannst, findest du auf meinem Kanal. Ein bisschen Grünzeug, den Schnee machen wir selber. Also brauchst du im Endeffekt nur ein paar Kerzen und ein bisschen Farbe und dann kannst du auch schon loslegen. Und wenn du möchtest, kannst du auch die Zapfen selber eisig dekorieren, auch das Holz und Rinde. Da gibt es 10 Ideen von mir. Aber das so jetzt, wie es hier steht, machen wir alles selber. Ganz easy gemacht in Upcycling und dazu nicht nur für Weihnachten. Da gibt es immer wieder neue Deko-Ideen fürs ganze Jahr dazu. Also. So, jetzt genug geredet. Wir fangen an und machen als erstes die Dekoschale und dann das Weitere. Und zwar, wir machen einen Deko-Schlitten, Deko-Schale fürs ganze Jahr. Mit Upcycling-Dosen, wenn du möchtest, oder auch ohne, das ist egal. Und die Grundlage verwenden wir zu ganz vielen Deko-Sachen fürs ganze Jahr. Und nicht nur für Weihnachten oder im Herbst, sondern wirklich fürs ganze Jahr mit immer wieder verschiedenen Deko-Ideen. Upcycling gemacht mit Blumen, mit Ästen, mit Immergrün, mit Kerzen, maritimer Deko und. Und auch noch eine zweite, dritte Schale kommt dazu. Einfach gemacht, simpel gemacht. Und so kann man immer wieder neu dekorieren. Und das passt dann alles zusammen. Vielleicht auch mal so eine Etagere, eine Deko hier aus einer alten Backform, Zinkdose. Und dann kommt alles so zusammen, dass man wirklich toll seine Blumendeko für drinnen und draußen, Kerzendeko, alles mögliche gestalten kann. Man kann aber dieses Tablett auch zu verwenden für eine Tischdeko für ein Buffet. Die Dosen sind ja sauber, dann kann man zum Beispiel das Geschirr reintun, Besteck reintun oder man tut Brotsachen hinein, Brotstangen, Käsestangen und kann das so verwenden, dass man es zum Buffet dazu nimmt. Also geht alles, ist sauber, kann man spülen und. Die dekorieren wir dann auch noch ein bisschen, die Dosen, aber das kommt nach und nach und nicht jetzt hier im Video. Die kann man auch Edelrostfarben dann machen, wenn man es nicht spülen möchte, für Lebensmittel verwenden, sondern nur zur Deko. Dann können wir mal eine neue entwickelte Edelrostpastefarbe verwenden und dann sehen die noch schicker aus. Kommt alles nach und nach neue Sachen. So, und jetzt geht es einfach nur mal da um die Dekoschalen, Dekoschlitten, wie man dann verwenden möchte. So, ich habe jetzt das große Brett, alles Ding, den großen Ast, den ich in der Mitte durchgesägt habe. Und das kommt als Füßchen so unten drunter. Nur zwei Schrauben, drei Schrauben, wie man will, fixiert es. Und dann ist das der Untergrund. So, das Ganze habe ich jetzt rumgedreht. Sieht aus wie ein Schlitten oder ein Floß.
Dann mache ich oben auch zwei drauf. Zwei halbe Äste und nochmal so quer dünne Äste. Ja, sucht man sich was aus, was einem am besten gefällt und fixiert das wieder mit Schrauben, dass es schön hält. Erst die aufgeschnittenen Äste und dann die dünnen. So, jetzt mache ich mir die Böden der Dosen Löcher. Geht ganz einfach. So, jetzt zeige ich euch noch mal, wie man die Löcher da rein macht in die Dosen. Ja, es gibt halt ein bisschen Krach jetzt. Hilft nicht. Und dann ordnet man die an, wie es einem am besten gefällt. Und schraubt sie fest mit einer Schraube. Und wenn man dann etwas Feuchtes reinsetzen will, wie Blumen, zum Beispiel, das Gießwasser darf ja nicht unten durchkommen, dann noch einfach mal mit ein bisschen Silikon ein bisschen abdichten oder einfach mit einem Flüssigkleber funktioniert dann auch. Wir machen Edelrost Farbe heute selber. Du kannst dir eine Altrostfarbe im Baumarkt kaufen. Das können die ganz einfachen sein, die billigen. Oder du mischst sie dir an, die Farbe, die du haben möchtest. Ich bin immer für die etwas dunklere Farbe, damit das gleich antik aussieht. Und dann mische ich mir dann immer ein ganz dunkles Braun in Tiefrot und noch ein Schwups Orange in ein Marmeladen- oder hier ist es ein Würstchenglas. Edelrostfiguren und Deko habe ich euch schon ganz viel gezeigt, von Tieren über Engel, Sterne, Kerzen, Deko für außen und für innen mit ganz vielen Vorlagen. Und heute kommt jetzt mal eine neu entwickelte Paste dazu, weil ich finde die andere einfach zu teuer und es kam jetzt wieder eine an und die war schon wieder kaputt und geht auch einfach. Ich benutze meine schon länger, hat halt eine Weile gedauert, bis ich sozusagen den Test gemacht habe, dass es auch draußen sehr lange hält. So, und nochmal, also Abtönfarbe in deinen Farben und dazu kommt noch Backpulver. Wenn du möchtest, Sägemehl, wenn du hast. Die Körnung überlasse ich dir. Je grobkörniger, desto gröber wird natürlich die Paste. Und dann eine ganz neue Zutat, die ich super toll finde. Das ist einfach feuchtes Kaffeemehl. Einmal, was du Kaffee gekocht hast und dann das Kaffeemehl dann noch feucht. Anstatt Sägemehl, Sägerau, das kommt in Holz drin, kannst du auch groben Sand nehmen oder feinen Sand. Das liegt bei dir. Ein Schraubblatt, wie gesagt. Und dann fülle ich jetzt erstmal Farbe ein. So, die dunkelbraun. Das kommt immer auf dich drauf an, wie viel du arbeiten möchtest. So viel Farbe kannst du dir nach deinem Gusto anmischen. Man sieht auch, die sind unterschiedlich fest. Vorher natürlich gut schütteln. Jetzt kommt die dunkle Rot rein. Und ich nehme dann so einfach ein Stäbchen oder ein Ast, was zu Hause ist. Und wenn das dann deine Farbe noch nicht ist, kann man auch ein bisschen Orange mit reinmachen. Da immer vorsichtig mit umgehen, weil die färbt dann wirklich richtig doll auf. Wenn es nicht so geworden ist, wie du das möchtest,
von der Farbe her kannst du nochmal in Esslöffel oder so schwarz zugeben, dann färbst du sozusagen ein bisschen zurück und dann passt es dann auch wieder. So, ein bisschen rot. Und dann muss man wirklich lange rühren, bis dann wirklich seine Lieblingsrostfarbe durchkommt. Noch ein bisschen Orange. Und wie gesagt, wenn es alles nicht so passt, nochmal einen Esslöffel schwarz rein und dann von vorne angefangen. Das ist so die Grundfarbe. Und dann kommt entweder Sand oder Kaffeemehl rein. Kommt auch wieder jetzt drauf an, wie viel Farbe du anmischst. Ja, das ist ein halbes Literglas. Jetzt habe ich ungefähr halb voll Farbe. Und so, dann 4-5 Teelöffel Sägemehl rein und gut durchrühren. Das ist ganz wichtig. Und wenn du es noch kompakter haben willst, dann mach ruhig noch ein bisschen Sägemehl dazu oder Sand. Und dann das gleiche mit dem Kaffeemehl. 2, 3, 4, 5. Und auch gut rühren. Und zuletzt dann das Backpulver rein. Wenn das ein bisschen zu fest wird mit der Zeit, kann man immer noch ein bisschen Wasser reinmachen. Nach und nach kippen. Und dann hat man seine Paste. Und das sind ja jetzt eher, sagen wir mal, Hausmittel, die man hat, bis auf die Farben, aber die kriegt man ja easy. Die hat auch manchmal der Discounter und da kaufe ich auch meine Farben, weil ich male auch große Wandbilder. Gerade bin ich an einem ganz großen Wandbild über 3 Meter mal 2,50 Meter hoch vom Hobbit. Hobbitgarten, Hobbithaus mit Hügeln und einem tollen Sonnenuntergang, wo man von innen nach außen schaut. Und dann mache ich auch Bühnenbilder, ganz große, 12 Meter mal 3 Meter hoch für Schwänke, also Luststücke, aber auch Krimis, Stücke mit Vampiren, Burgen, Kindertheater, das male ich alles. Und dann nehme ich wirklich auch diese Farben dazu. So, und dann ist er auch schon fertig. So, dann kann man die Dosen, wenn man möchte, so lassen. Oder man kann sie Edelrost mit meiner Farbe, die ich entwickelt habe, ganz easy selber in Rostoptik machen, wie zum Beispiel die Kerzen. Das liegt bei dir. Nur ich würde wirklich empfehlen, vorher auf jeden Fall die Löcher reinzumachen, einmal Probe anzuschrauben und dann anzumalen. Oder du lässt es so. Und es gibt dann noch Manschetten, die ich zeige, die gehäkelt werden, gestrickt werden. Oder du nimmst einfach ein Schmuckband. Oder wie gesagt, coole Socken. Es fehlen ja immer welche, wenn die Waschmaschine erstmal entleert ist. Und dann hat man vielleicht ganz tolle einzelne Socken und dann schneidet man wirklich nur die Fußspitze ab, nimmt dann den Schaft, den braucht man nicht säumen und gar nichts und macht den in Falten um die Dosen rum. Sieht ganz toll aus. Meine Idee? Auch in Upcycling. So, das ist jetzt meine selbst entwickelte Rostfarbe. Immer gut aufrühren, ganz wichtig. Immer einen guten Deckel drauf. Und dann, ich nehme gerade meinen Pinsel, den hatte ich schon benutzt. Und dazu tue ich den immer, wenn ich dann wieder benutzen will, den in eine Plastiktüte. Und dann brauche ich nicht unbedingt gleich wieder sauber machen. Bei den Dosen ist es zu empfehlen, einen Handschuh anzuziehen. Das knatscht dann. Sehe ich gerade, den hatte ich auch schon mal im Garten an. Muss man nicht nur immer nur einmal anziehen, kann man mehrmals machen. So, und dann pinseln wir die Dosen ein und am besten geht das auf Backpapier, weil es nicht klebt. So, und dann so eintupfen, dann hat man eine schönere Optik. Ist die Farbe nach dem selber machen mal ein bisschen zu flüssiger, dann einfach noch mal ein bisschen Kaffeemehl oder Sägespäne rein und wenn man das nicht hat, Sand.
Ich nehme am liebsten dazu den roten Mauersand. Heißt auch scharfer Sand. Der hat eine schöne Farbe. Der schmiert schön und deswegen verbindet er sich auch schön mit den Dosen. Und da guckt ihr mal, wie easy das aussieht, wie Rost. Die müssen dann gut trocknen. Und dann kann man sie so lassen oder noch ein bisschen aufpeppen. Da hatte ich ja auch eine Idee. Und zwar, Achtung, das ist einfach nur ein bisschen Kaffeemehl, gebrauchtes Kaffeemehl. Das ist ein bisschen feucht und das tupfe ich dann nochmal so drauf. Und dann sieht es gleich viel älter aus und antiker. Und das ist wirklich alles, was man da machen muss. So, und jetzt male ich so an. Dann gucken wir mal, was man da so alles mitmachen kann. Da gibt es immer wieder neue Videos dazu in meinem Kanal. Mit der Dekoschale aus Upcyclingholz, Ästen und dann kann man die fürs ganze Jahr verwenden, nicht nur als Adventskranz, sondern auch tolles Tischgesteck mit Kerzen, ohne Kerzen, mit LED-Lichterkerzen, mit frischen Blumen, mit getrockneten Blumen oder als Servier-Optik für das Frühstücksbuffet, Brunchbuffet, dann kann man das Besteck reinstellen oder kann Rossinis reintun und. Da kann man so viele Sachen mitmachen. Aber bei Lebensmitteln würde ich es nicht anmalen. Dann würde ich es so in Zinkoptik lassen. Dann kann man sie immer wieder lose schrauben und in die Spülmaschine tun. Dann lasst es bitte so nur für Deko-Sachen in Altrostern. So, und dann ist es fertig. So, die Deko-Dosen sind jetzt gestaltet. Entweder lässt du sie an Zink und kannst sie dann ummanteln mit Schmuckbändern oder in einem weiteren Video zeige ich dann noch, wie man diese umstricken und häkeln kann. Man kann die Dosen nehmen und noch eine Schneeflocke draufsetzen, die kann man auch selber machen, die Schneeflocken. Und meine schraube ich jetzt erstmal an in Edelrost Deko selbst gemacht. Und dann kommen jetzt alle vier drauf und dann geht es zur Gestaltung, zur ersten Gestaltung. Machen wir ja das ganze Jahr etwas mit und nicht nur zu Weihnachten. So, ich mache als Untergrund immer gern Sand rein, dann stehen die Kerzen besser und es ist auch noch mal ein bisschen in Brandschutz. Nachbarshahn ist wieder ganz aktiv, ihr hört ihn bestimmt. Es sind jetzt sogar noch zwei und die betteln sich den lieben langen Tag, aber so ist es auf dem Land. So, Sand ist drinnen. Und dann kann man verschiedene Kerzen oder gleiche Kerzen machen, wie ihr das wollt. Jeder nach seinem Geschmack. Und hinten, glaube ich, brauche ich noch ein bisschen mehr Sand, ja. Oder eine dickere Kerze, sieht man da. Und so einfach geht das. Und dann kann man gestalten. Muss man natürlich immer aufpassen, das sind Kerzen, brennt gern. LED-Echtwachskerzen finde ich immer ganz, ganz toll. Am besten noch mit Fernbedienung und Timer, dass sie von alleine ein- und ausgehen. Und gerade bei Kindern empfehle ich die immer sehr. So, und dann kann man einfach und immer grün nehmen und steckt sich das mit rein, weil wir haben jetzt viele Zwischenräume. Und durch die Äste hält das auch prima. So einfach immer grün, Wacholder oder was man so nimmt aus dem Garten. Dann hat man hier noch ein bisschen einen Zwischenraum. Und dann kann man zum Beispiel, ich habe euch mal die Zapfen mitgebracht, die ich selber mit Hausmitteln dekoriert habe. Auch Rinde. Und dann gibt es 10 Ideen, wie man die so schön gestalten kann. Ganz easy, tolle Bastelaktion für und mit Kindern. Und dann vielleicht einfach noch mal ein paar Weihnachtskugeln, die man sowieso hat.
kann man auch an die Äste noch mal ein bisschen außen dran bringen mit einem Draht oder so. Und wir haben ja gesagt, also von Anfang an hat gesagt, wir machen das nicht nur für Weihnachten und Advent. Die Schale verwenden wir das ganze Jahr. Sonst, warum sollen wir denn immer nur für 4-6 Wochen basteln und das war's dann? Das finde ich immer so unschön. Und dann können wir das einfach reinlegen. Stapel machen tun. Und das hält dann auch. Wenn man will, kann man das auch das Ganze mit dem Heißkleber zusammenkleben, wenn man Spaß daran hat. Das ist zu viel, da muss noch ein Zapfen hin. Und dann kann man auch schon sagen, das reicht mir oder ich mache noch ein bisschen. Und vielleicht auch nochmal selber gebastelte Kugeln habe ich auch gezeigt, wie man dann easy die basteln kann. Und vor allen Dingen alte Kugeln, die einem nicht mehr gefallen. Warum wegwerfen, die kann man dann selber nochmal neu gestalten. Auch ganz toll und einfach gemacht. Und auch die Baumspitzen. So, und mehr brauchst du dann gar nicht. Ich habe noch mal unten drunter ein Fell gelegt zur Deko. Das habe ich euch ja auch gezeigt, wie man die ganz toll aus Fellresten, aber auch aus alten Decken schneiden kann. Richtig edel mit mehreren Vorlagen und dann hat man wirklich so eine Deko schnell beisammen. Und es kann ja mal ganz natürlich sein und aufgebraucht von der Deko, die man sowieso zu Hause hat. Es muss ja nicht immer neu sein. So, und wenn man dann noch Spaß dran hat, kann man vielleicht noch die Edelrostkerzen machen, die ich euch gezeigt habe. Upcycling mit der Farbe von mir. Es hat halt ein bisschen gedauert, die habe ich entwickelt und dann hat es ein bisschen gedauert, weil ich musste die erstmal ausprobieren. Übers Jahr hält die denn bei Wind und Wetter. Kann euch ja nichts irgendwas was erzählen und dann hält das Ganze nicht. Und dann habe ich die euch vor kurzem vorgestellt. Und dann kann man die auch verwenden noch für die Deko draußen und drinnen. Und so entsteht dann so ein Tischschmuck. Und dann zeige ich euch noch mal eine Idee. Ganz schnell auf die Äste. Natürlich, wenn die Flammen aus sind. Auf gar keinen Fall, wenn es brennt. Bisschen Haarspray. Dann ein bisschen Babypuder. Nochmal Haarspray drauf. Und schon hat man es angeeist. Kann man über alles machen. Braucht man halt nur Haarspray. Ne? Und das hält dann drinnen super toll. Einfach mit Babypuder. Und so Ideen gibt es noch viel, viel mehr an meinem Kanal. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen, es hat Spaß gemacht, du konntest gut mit mir basteln. Mich freut es immer, wenn ihr da seid und mit mir kreativ seid. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Und wenn du Spaß hast, noch viel, viel mehr findest du in meinem Kanal. Auch Häkeln, Stricken, Basteln für und mit Kindern. Die große Weihnachtswinterwerkstatt, die Butterbrotpapier, Dekosachen, Holzsachen, Chevy Chic, Dorfkindgeschichten, Beton, den großen Marionettenworkshop im Stil von Harry Potter, Sean das Schaf und. Einfach mal überraschen lassen, was es so alles gibt. Viel Natur, viel Upcycling. Immer günstig und naturbezogen gehalten. Weil mein Geldbeutel ist auch klein. Ich habe heute gerade wieder eine Hiobsbotschaft erhalten, aber egal. Und dann muss man sparen, aber trotzdem soll es toll aussehen. Und ich hoffe, das sieht toll aus. So, und jetzt alles Liebe nochmal, eure, deine Kerstin. Tschüss.